Hallo und willkommen zu meinem Video über das Handeln von Kryptowährungen bei AQ Option. Wenn man hier guckt, in dem vorigen Video habe ich bereits erklärt, warum mir AQ Option gefällt und wie man die Charts benutzt und so weiter. In diesem Video möchte ich kurz das Handeln von Kryptowährungen erklären und wo die Vorteile von Kryptowährungen liegen zum Handeln. Also erstmal kommt man hier zu einer Kryptowährung. Momentan werden 7 Stück angeboten. Bitcoin und Bitcoin Cash, Dash, Ethereum, IOTA, Litecoin und Ripple. Ich persönlich konzentriere mich meistens auf Bitcoin und Bitcoin Cash eventuell, wobei Ethereum und Dash auch noch interessant sind. Die anderen, bis auf Litecoin, kenne ich zu wenig, die habe ich zwar von dem Namen schon gehört, kann aber wenig über die Hintergründe sagen. Bei Ethereum bin ich ziemlich sicher, dass das langfristig steigt. Bei Bitcoin genauso. Bei Bitcoin Cash ist so eine Sache. Wäre ich auch vorsichtig, denke ich aber auch, dass es steigen wird. Ist aber auch nur meine Einschätzung. Wie gesagt, hier kann man es wählen, was man nimmt. Ich nehme meistens Bitcoin, das haben wir hier. Dann sieht man, hier kann ich den Betrag wählen, den ich investiere in Bitcoin. Hier bei AQ Option ist es so, als würde ich Bitcoin kaufen, direkt. Halt, ich habe hier keinen Hebel oder was. Für 1 Euro komme ich 0,003 Bitcoin. Für 10 Euro bekomme ich 0,0034. Und für 3.400 müsste ich circa einen bekommen. Ja, ein bisschen mehr dran. Momentan. Genau. So, hier kann man Bitcoin nach oben und nach unten handeln, wie man sieht. Alle auch verkaufen. Wenn man hier auf Verkaufen geht zum Beispiel, dann sieht man dieses rote gestrichelte Linie. Das ist der Punkt, ab dem ich im Gewinn bin. Hier oben sieht man die grüne Linie, da habe ich schon gehandelt. Wenn der Preis oberhalb der grünen Linie ist, bin ich im Gewinn. Unterhalb bin ich im Verlust. Und das ist hier ein bisschen schade, finde ich, dass man keine Take-Profit- und Stop-Loss-Level angeben kann, sondern ich kann nur auf offene Positionen gehen anscheinend und kann hier zum Beispiel auf Schließen klicken. Dann würde ich jetzt 2 Cent Verlust realisieren. Momentan. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Dadurch muss man in den Chart gucken ständig und muss ständig dabei sein eigentlich oder immer wieder reingucken und verpasst dann den schönsten Punkt. Bei, ich sag mal, normalen Forex-Brokern kann man Level angeben, wo man verkauft und wo man kauft. Und bei anderen Wechselstuben genauso. Das finde ich hier ein bisschen schade. Der Vorteil beim Handeln von Kryptowährungen liegt zum einen in der sehr hohen Volatilität. Also in der starken Marktbewegung, für gewöhnlich, gerade bei Bitcoin. Bitcoin verändert sich, bewegt sich auch mal gerne ein paar 100 € am Tag. Oder US-Dollar. Das kann natürlich ein Vorteil, aber auch ein Nachteil sein. Wie gesagt, das Crypto-Trading ist ein interessantes Feature hier. Ich hoffe, das wird noch weiter ausgebaut, mit den Möglichkeiten des Stop-Loss wenigstens zu setzen. Dass man wenigstens sagen kann, wenn es so und so weit ins Negative läuft, soll er aussteigen. Vielleicht ist mir das auch entgangen, ich wüsste aber nicht wie. Wo. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und im nächsten Video erkläre ich das den Forex-Handel.